Die moderne Herstellung nahtloser Stahlrohre nach dem Schrägwalz- und Pilgerschrittverfahren basiert noch heute auf der Erfindung der Brüder Mannesmann, die damit unauslöschlich in die Industriegeschichte eingegangen sind und deren Entwicklung nach wie vor als das Mannesmann-Verfahren zur Warmfertigung nahtloser Stahlrohre bezeichnet wird. Alles begann 1890. Der durch Schrägwalzen erzeugte Hohlblock wurde damals samt Dornstange noch per Hand in das Pilgermaul eingeführt und schrittweise drehend durch das Walzkaliber geschoben bzw. gezogen. Dieser periodisch schrittweise ablaufende Walzvorgang bei hin- und hergehender Bewegung, hier nun schon automatisiert, erhielt seinen Namen Pilgern wegen der Ähnlichkeit mit der Echternacher Springprozession, bei der jeweils drei Schritte vorwärts und zwei Schritte rückwärts gegangen werden. Bis 1969 wurde in dem von den Gebrüdern Mannesmann aufgebauten Werk in Remscheid nach dem Schrägwalz- und Pilgerschrittverfahren produziert. Größere Dimensionen und hohe Auftragseingänge machten den Auf- und Ausbau neuer Anlagen erforderlich. Die alte Anlage war nicht mehr rentabel. Mitte der 70er Jahre lief das Werk in Lierenfeld auf vollen Touren. Heute werden nahtlose Stahlrohre nach dem Schrägwalz- und Pilgerschrittverfahren bei Vallourec und Mannesmann Tubes im Werk Düsseldorf-Rath gefertigt. Zum Einsatz kommen konventionell vergossene Rundblöcke von maximal 7 Tonnen Gewicht, die von dem Stahlwerk Buß an der Saar, einem Werk der Georgsmarienhütte AG, erzeugt und per Bahntransport angeliefert werden. Hieraus werden nahtlose Stahlrohre im Durchmesserbereich von 244,5 bis 711 mm und Wanddicken zwischen 10 und 110 mm hergestellt. Der Produktionsfluss des Warmbetriebes beginnt für die Stahlblöcke in einem Drehherdofen. Hier wird das Walzgut, nach Durchlaufen unterschiedlicher Temperaturzonen, in bis zu 9 Stunden auf eine Walztemperatur von 1250 bis 1300 Grad Celsius erwärmt. Die Einsatzblöcke sind hinsichtlich Durchmesser, Länge und Gewicht auf die zu fertigende Rohrabmessung abgestimmt. Nach Entnahme aus dem Drehherdofen wird die Oberfläche der Blöcke mittels Presswasser entsondert. Der auf Walztemperatur gebrachte Stahlblock wird in eine runde Matrize eingebracht und auf einer senkrechten 2000-Tonnen-Lochpresse mit Hilfe eines zylindrischen Lochstempels von bis zu 400 mm Durchmesser zu einem Lochstück mit Boden umgeformt. Es wird steigend gelocht, das heißt, der Außendurchmesser des Blocks bleibt annähernd gleich. Der Hohlkörper nimmt an Länge zu. Der Vorgang noch einmal im Trick. Von der Lochpresse geht das Lochstück zum Schrägwalzwerk. Zunächst wird der von der Lochpresse verbliebene Boden mit einer Kraft von ca. 3200 kN durchstoßen. Anschließend wird das Lochstück im Schrägwalzwerk vorgewalzt und zum dickwandigen Hohlkörper, dem Hohlblock, ausgestreckt. Der Block wird in das Walzwerk eingestoßen, im konischen Einlaufteil von den Walzen erfasst
und in schraubenförmiger Bewegung über den Lochdorn zum dickwandigen Hohlkörper umgeformt. Dabei erfährt der Block zunächst mit zunehmender Einschnürung in der horizontalen Ebene eine Aufweitung in der vertikalen Ebene. Der Trick verdeutlicht das Verfahren. Das Schrägwalzwerk besteht aus zwei besonders profilierten Arbeitswalzen. Sie werden im gleichen Drehsinn angetrieben. Ihre Achsen sind gegen die horizontale Walzgutachse um etwa 3 Grad geneigt. In der Mitte des Walzspaltes befindet sich als Innenwerkzeug ein Lochdorn, der über eine Stange an einem außerhalb liegenden Widerlager abgestützt wird. Die Wanddicke des Hohlblocks wird reduziert und egalisiert. Und der Außendurchmesser je nach Bedarf vergrößert oder verringert. Die Streckung des Materials beträgt dabei etwa 1,5 bis 2, beziehungsweise die Querschnittsabnahme etwa 33 bis 50%. Nach beendetem Walzvorgang wird der Walzzunder mit Presswasser ausgeblasen. Im Anschluss an den Schrägwalzvorgang wird der dickwandige Hohlblock in gleicher Walzhitze im Pilgergerüst zum fertigen Rohr ausgewalzt. Ein mit Schmiermittel versehener zylindrischer Pilgerdorn wird in den Hohlblock geschoben. Durch einen Vorschubapparat wird der Hohlblock den Pilgerwalzen zugeführt. Das Pilgermaul erfasst den Hohlblock und drückt von außen eine kleine Werkstoffwelle ab, die anschließend vom Glättkaliber auf dem Pilgerdorn zu der vorgesehenen Wanddicke ausgestreckt wird. Ein Trick erläutert das Verfahren im Detail. Das Pilgerwalzwerk besteht aus 2 Pilgerwalzen und dem zylindrischen Walzdorn, dessen Durchmesser etwa der lichten Weite des zu fertigenden Rohres entspricht. In jeder Pilgerwalze ist auf etwa halbem Umfang das Arbeitskaliber eingeschnitten, das aus dem konischen Pilgermaul und dem gleichbleibenden zylindrischen Glättkaliber mit anschließendem Auslauf besteht. Die andere Hälfte der Pilgerwalzen ist mit einer größeren Öffnung als sogenanntes Leerkaliber ausgebildet. Entsprechend dem Drehsinn der Walzen wird der Dorn mit dem darauf befindlichen Hohlblock nach rückwärts bewegt, bis das Leerlaufkaliber den Hohlblock freigibt. Während sich die Walzen weiterdrehen, werden Dorn und Hohlblock bei gleichzeitiger Drehung um bis zu 90 Grad wieder vorgeschoben, sodass das Pilgermaul mit dem nächsten Walzzyklus wieder eine neue Werkstoffwelle abdrücken und ein neuer Arbeitstakt beginnen kann. Infolge der Drehung des Walzgutes wird der vorher im Kalibersprung befindliche Werkstoff beim nächsten Pilgerschlag im Kalibergrund verformt. Damit und durch eine mindestens zweifache Überwalzung jedes Werkstoffteilchens erreicht man eine gleichmäßige Wanddicke und Rundheit des austretenden Rohres. Bei diesem schrittweise ablaufenden Walzprozess wird der Hohlblock zum Rohr ausgestreckt. Die Streckung kann bis zum 12-fachen der Hohlblocklänge betragen, entsprechend einer Querschnittsabnahme von etwa 80 bis 90%. Nach beendetem Walzvorgang wird das fertige Rohr vom Pilgerdorn abgezogen. Die Dornstangen müssen wegen der hohen Temperaturbelastung nach jedem Block ausgewechselt und abgekühlt werden. Ebenso werden bei Änderungen der herzustellenden Wanddicke innerhalb eines Walzkalibers neue Dornstangen mit entsprechendem Durchmesser dem Prozess zugeführt. Unmittelbar hinter dem Pilgerwalzwerk trennt eine Warmsäge den verbleibenden Rest des Hohlblocks, den sogenannten Pilgerkopf und meistens auch das durch den Anpilgervorgang ungleichmäßig verformte vordere Ende des Rohres ab. Im Nachwärmofen,
einem erdgasbeheizten Hubbalkenofen wird das Rohr, das durch den Walzprozess bereits relativ stark abgekühlt ist, für die weitere Bearbeitung wieder auf eine gleichmäßige Temperatur von ca. 900 bis 940 Grad erwärmt. Im Maßwalzwerk wird der endgültige Außendurchmesser erzeugt. Es besteht aus drei Gerüsten in zwei Walzenanordnung. Die Walzen bilden ein geschlossenes Kaliber und sind in Durchlaufrichtung um 90 Grad gegeneinander versetzt. Die fertig gewalzten Rohre gehen nach dem Abkühlen nun zur Adjustage, wo sie auf einer Rollenrichtmaschine gerichtet werden. Je nach Verwendungszweck wird das gepilgerte Rohr nachgeschalteten Weiterverarbeitungsstufen bzw. speziellen Prüfungen zugeführt. Beim Abstechen werden die Rohre nach Kundenwunsch auf die entsprechende Länge gebracht. Auf der Abstechbank werden die Rohrenden rechtwinklig zur Rohrachse abgestochen, wobei eine saubere, gradfreie Schnittfläche erzielt wird. Alle Rohre werden hier bereits einer eingehenden visuellen Kontrolle unterzogen. Kleine Ungänzen an den Rohrenden werden überschliffen. Im Werkrad stehen zwei Oberflächenbearbeitungsverfahren zur Verfügung. Beim Schälen werden durch Zerspanung, insbesondere bei mittel- und hochlegierten Werkstoffen, Oberflächenungänzen entfernt, um für die Anwendung eine einwandfreie Oberfläche zu gewährleisten. Es handelt sich hierbei um eine kopierende Oberflächenbearbeitung, bei der keine Toleranzveränderung erzielt wird. Zusätzlich oder ausschließlich können Rohre nach Anforderung durch Außenrundschleifen bearbeitet werden. Hierbei werden die Rohre in einer automatischen Anlage mit bis zu 7 Schleifsteinen unterschiedlicher Körnung bearbeitet und mit abschließendem Bandschliff geglättet. Mit Ultraschall werden die Rohre auf Längsfehler, Querfehler und Einhaltung der Wanddicke geprüft. Vor dem Transport zum Kunden werden die Rohre einzeln beschriftet. Materialgüte, Auftragsnummer und viele andere Details werden vermerkt, um das Rohr zu identifizieren. Schließlich wird auch noch der Bestimmungsort jeden Rohres aufgetragen. Von hier aus gehen die Rohre in den Versand. Nahtlose Stahlrohre nach dem Schrägwalz- und Pilgerschrittverfahren haben den Namen Mannesmann in der ganzen Welt bekannt gemacht. Diese Tradition wird bei Vallourec und Mannesmann Tubes fortgesetzt.